Guten Abend, Tierfreunde. Ich habe heute Morgen auf Facebook die Frage gestellt bekommen, wie bekommt man ein Schwein Stuben rein? Da kann ich euch sagen, man geht Gassi und vorher noch Kackitüten mit, damit man es auch schnell wegkriegen kann. Holle, komm! Man wartet jetzt darauf, bis das Schwein sein Geschäft macht und gibt denen dann einen Namen, wie zum Beispiel Pullern. Paul, Paul, geh mal pullern. Geh pullern. Ja, Paul geht fressen. Fressen und pullern hören sich ja auch ähnlich an. Paul, pullern. Pullern. Puller, 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 puller. Jetzt pullert er und wir freuen uns ganz toll. Weil wenn er pullert, kriegt er Essen. Ein lecker, zwei lecker, drei lecker. Und so bekommt man Schweinestuben rein. Man wartet, bis sie ihr Geschäft machen, gibt ordentlich Leckerlis und belohnt sie. Und wiederholt es immer. Wenn der Tier das dann begriffen hat, ist jetzt Stuben rein und pullert nicht mehr rein. Natürlich muss man es regelmäßig machen. Der kann ja nicht so lange aushalten, ne? Super, wir gucken mal. Vielleicht muss er ja noch groß machen. Wir haben ja da mal schon ein Tütchen vorbereitet. Und wenn ihr euch ganz sicher seid, dass euer Tier wirklich auf euch reagiert, könnt ihr auch mal die Leine loslassen. Pauli! Bei ganz jungen Schweinen würde ich auf alle Fälle die Leine noch dran lassen. Es gibt immer einen Hund, der nicht gut hört. Oder das Schwein könnte sich erschrecken. So kann man es ranrufen und sich dann nicht schnell. Und dann kann man sich schnell die Leine schnappen. Warte. Genau aus diesem Grund nehme ich immer ein Geschirr mit dem Haltegriff ran. Wir haben jetzt schon so oft die Situation gehabt, dass der Hund nicht gehört hat, dass irgendein Hund nicht gehört hat und ich musste Paul aus der Situation rausnehmen. Dann kann ich ihn hier schnappen und ganz blöd Kopf auf den Arm nehmen. Wiegt der fast nicht das Tier? Ich würde sagen, wie eine Feder ist der Bursche. Ja. Gut so. Und ihr solltet jetzt so aufpassen, es ist Frühling, es blüht alles und die Gräser sind garantiert lecker für so ein Schwein. Es gibt immer noch Idioten, die Gift verstreuen. Und wir wollen ja nicht, dass die Tiere eingehen, bloß weil irgendwelche Spinner keine Tiere mögen. Deshalb passt auf, was euer Tier draußen zu sich nimmt. Aber wie man das trainiert, dass er irgendwann draußen nicht mehr frisst, das zeige ich euch, wie Peter lustig sagt, ein anderes Mal.